Mein Vater, habe ich ganz kurz erwähnt, gleich am Anfang, war ja praktisch sehr sparsam mit Sonntagsgeld. Ja, und eine Freundin habe ich gehabt und da brauchte ich mir Geld. Und das hat der Vater nicht eingesehen. Und wie ich schon oft gesagt habe, ich war sehr jung, schon sehr, sehr wief. Und ich bin mit Landmaschinenhändler von Guntersdorf, der tut zum Beispiel Skaronka geheißen. Mit dem bin ich sehr gut gewesen. Der hat uns sogar zur Hochzeit geführt. Und bei denen haben wir sehr viel Geld verdient. Sehr viel Geld. Und wenn wo Traktorvorführungen gewesen sind, da bin ich mit seinen Traktoren mit dem Lastwagen, haben wir mich schon fair gehabt, sind wir bis nach Staatsobe gekommen. Und haben uns Vorführungen gemacht. Und ganz arg war es einmal, und hat er mich gefragt, ob ich mit einem Traktor und mit einem Mähdrescher nach Mölser Volksfest fahre. Das müssen Sie sich vorstellen. Von Guntersdorf auf Mölser. Am Freitag zum Mittag hat er mich vorgeschickt. Am Samstag um 9 Uhr hat das Ding angefangen, das Volksfest in Möck. Dann habe ich zu Skaronka gesagt: Herr Meister, ich kann die ganze Nacht nicht durchfahren. Dann brauchst du den nicht. Du hast irgendwo übernachten, wo es gelegentlich ist. Und da bin ich zu der Hauptstraße gefahren, da bin ich durch Lasdorf durchgefahren und habe übernachtet. Und bin ich dann nächsten Tag weitergefahren und bin ich nervös aufgekommen. Ach, alles überfüllt, wo es dort zum Beispiel weniger Garten was gegeben hat. Jetzt habe ich mir mal suchen müssen, wo das die Firma Skaronka einen Stand hat. Ich bin auf der herunteren Seite hingefahren. Auf der oberen hat er einen gehabt. Durchs Gelände habe ich nicht mehr durch können und bin hinten und mir dran gefahren. Aber das Skaronka hat mich gut bezahlt. Gut bezahlt. Gut, gut. Ich habe mehr Geld gehabt, wie die, die arbeiten gegangen sind. Nur vom Skaronka. Ich denke immer noch am Skaronka. Und wenn mein Guntersdorf bei meiner Schwiegermutter am Grab sind, da geht das Skaronka hin.